Sie heute mit einem DVD- und Blu-ray-Update. Fangen wir mal mit einer Blu-ray an. Das ist The Last Stand mit Arnold Schwarzenegger, Meine Stadt, Sein Gesetz in der Steelbook Limited Edition, also Uncut. Ja, ist im Steel, habe ich mir beim Saturn gekauft. Ja, steht zwar Limited Edition, aber ich bin jetzt nicht sicher, ob das hohe, also niedrige Limitierungszahl hat. Aber ich schätze mal bestimmt so 10.000 oder sogar vielleicht sogar 20.000. Aber wenn ihr was Genaueres wisst, wäre ich froh, wenn ihr mir das in die Kommentare schreibt. Ja, ist halt ein Actionfilm mit Arnold Schwarzenegger vom Jahre 2013. Ja, ich erzähle es mir nicht in dem. Ich habe ihn mir angeschaut, ich fand ihn nicht schlecht. Aber ich werde noch in der Kritik, wo noch die nächste Zeit hochkommen, wo ich hochladen werde, mehr dazu sagen. Dann noch eine Blu-ray habe ich mal gekauft, aber normal. Hotshots. Die Mutter aller Filme. Mit Charlie Sheen halt und mit seinem, von Two and a Half Men, seinem Bruder, wo er auch in Ash spielt. Also wo Two and a Half Men sein Bruder spielt hier auch mit. Ja, ist ein ganz witziger Film, viele Gags. Superman wird ein bisschen verarscht, am meisten natürlich Top Gun. Am witzigsten ist natürlich der Kapitän, der immer so witzige Sprüche bringt. Ich kann euch, also diesen Film kann ich euch nur empfehlen. Hat aber leider kein Wendecover. Ist halt schade, aber egal. Dann auch ein klasse Film, Blu-ray mir gekauft. Hachiko, eine wunderbare Freundschaft. Richard Gere und John Allen. Ja, der Film ist von 2008. Ist ein Film, der auf einer wahren Begebenheit beruht. Ein Mann findet eines Abends, wo er vom Bahnhof kommt, einen verwaisten Hund melben und holt ihn mit nach Hause. Seine Frau ist gar nicht damit einverstanden und er holt ihn halt mit und kümmert sich um ihn und sie freuen sich langsam an und es wird halt immer inniger und irgendwann stirbt halt leider der Besitzer und er wartet immer treu auf dem Bahnhof und der Hund wartet immer weiter auf dem Bahnhof, obwohl er schon längst tot ist. Und wartet immer weiter treu, bis er auch am Schluss mal tot ist. Ist halt sehr trauriger Film. Also immer wenn ich ihn sehe, muss ich weinen. Also ich finde, wer bei diesem Film nicht weint, der hat keine Seele, glaube ich. Aber der Film ist wirklich, der ist wirklich sehr traurig. An manchen Stellen sehr traurig, muss man wirklich. Aber er hat auch sehr viele schöne Momente. Also ich kann diesen wirklich nur empfehlen, dass ihr euch diesen kauft. Die Blu-ray, muss ich sagen, hat ein sehr schönes Bild. Also es lohnt sich schon auf Blu-ray diesen zu kaufen. So, da war ich in der Videothek. Hab mir ein paar DVDs gekauft, zwei Stück. Einmal Mary Gentleman. Schatten der Vergangenheit. Habe ich noch nicht geschaut. Mit Michael Keaton. Er führt auch hier Regie. Ist ein Thriller. Ich bin mal gespannt, wie er ist. Ich werde auch vielleicht eine Kritik zu dem Film machen. Bin mal gespannt, wie er ist. Hier zeige ich euch nochmal das Cover. So, da habe ich noch mir in der Videothek Bad Boys 2 gekauft. Also die 2 DVD Edition Extended Version. Ja, hat so viele geile Sprüche, geht von der ersten bis zur letzten Minute nur ab. Also beim Einser, da war es ja noch an manchen Stellen ganz schön ruhig und gediegen. Man konnte manchmal noch zuhören und in Ruhe schauen. Aber im Zweier, da gab es sehr selten ruhige Minuten. Nur eine Stelle mal, wo sie zusammen grillen und bisschen essen, da ist mal kurz Ruhe, aber dann geht's direkt wieder ab und einfach nur geile Szenen, allein die mit dem Hammer, mit dem gelben Hammer, wo sie dann am Schluss durch die Gegend brettern, das ist einfach nur geil und geile Sprüche. Ich kann euch das nur empfehlen.
Es soll ja, habe ich gelesen im Internet, 2015 Bad Boys 3 kommen. Also Martin Lawrence, oder ich weiß nicht, wie er genau ausgesprochen wird, Martin Lawrence, wird ja, hat zugesagt, aber Will Smith ist mal noch am mit dem Geld am Verhandeln. Ich finde, er sollte eigentlich mit dem Geld, vielleicht, wenn das nicht geht, bisschen runtergehen, weil Bad Boys 1 hatten ja groß gemacht. Weil vorher war er ja noch nicht ein sehr bekannter Schauspieler, da hat er nur noch Prinzen von Bel-Air, da war er deutlich bekannt, aber Bad Boys hatten halt in Hollywood halt groß gemacht. Und ich finde, das soll da Chance geben, dass er Bad Boys 3 geben kann. Weil nur mit Martin Lawrence und noch anderer Hauptdarsteller zu suchen, wäre langweilig und das würde ich nicht gerne sehen. Also wenn Will Smith mitmacht, Bad Boys 3, gehe ich direkt ins Kino. Ja, auf alle Fälle. Da habe ich mal noch eine Blu-ray gekauft. Die gab es in Saturn für 6 €. Die habe ich auch noch nicht mehr angeschaut. Age of Heroes. Mit Jean-Ben und Danny Diver. Ja, geht's halt um eine Elite. Um eine Elite. Elite-Soldaten von Großbritannien, die im Zweiten Weltkrieg halt ums Überleben kämpft. Soll klasse sein, es soll klasse sein, habe ich schon mal gelesen und so. Ja, hier kann man von innen, hatte Wendecover, habe ich noch nicht umgedreht, weil ich noch nicht geschaut habe. Aber ich werde ihn bald anschauen und dann mal euch berichten, ob er mir gefallen hat oder nicht. Da habe ich mir noch ein paar DVDs gekauft. The Expendables ist zwar die geschnittene Fassung, aber ich habe ihn so billig bekommen. Da ich ihn noch nicht gehabt habe, habe ich mir ihn noch halt geholt. Ich weiß aber jetzt nicht genau, wie viele Minuten da geschnitten sind, ob da 5 Minuten geschnitten sind oder 3 Minuten oder sogar 10 Minuten. Ich hoffe mal nicht, dass 10 Minuten nicht. Ich habe 4 € auf dem An- und Verkauf bekommen. Oder war es mir egal, weil ich ihn noch nicht gesehen habe, wollte ich mir überhaupt mal eine Meinung bilden, ob er mir überhaupt zusagt. Weil ich skeptisch bin, ob die ganzen Action-Schauspieler zusammen harmonieren, bin ich mir noch nicht sicher. Deswegen habe ich mir mal erst die Billig-Version jetzt geholt. Wenn er mir wirklich gefallen sollte, verkaufe ich die da und hole mir halt die Uncut Edition auf Blu-ray. Ja, hat aber Wendecover, muss man, hat, und ich finde natürlich auch das Discover finde ich auch richtig geil. Dem Totenkopf. Finde ich richtig cool. Dann habe ich mal noch zu meiner Tim Burton Vervollständigung habe ich mir jetzt noch gekauft. Dark Shadows. Johnny Depp. Habe ich mir noch nicht angeschaut. Da spiegelt ein bisschen blöd. Was wartet. Ja, so sieht man es einigermaßen. Ja, geht's halt um Vampir. Ich habe es mal noch nicht angeschaut. Werde mir aber anschauen. Und da kommt auf alle Fälle Kritik. Kann ich euch nur nicht versprechen. Wann genau, kann ich euch noch nicht sagen. Ja, hat leider mal wieder, wie man von Warner Bros. Gewohnt ist, kein Wendecover. Aber ist nicht so schlimm. Dann habe ich mir noch einen Animationsfilm gekauft, der war auch, habe ich auch recht günstig geschossen. Der gestiefelte Kater von DreamWorks. Sind ja viele nicht so begeistert von wie von Shrek. Weil ich fand bei Shrek die Auftritte vom gestiefelten Kater immer witzig. Und habe mir gedacht, ich könnte den hole ich mal, weil gestiefelte Kater hat mir eigentlich bei Shrek immer gut gefallen. Zwei Sprüche und so. Ich bin jetzt wirklich mal gespannt, wie bei seinem eigenständigen Film, wie er da rüberkommt und werde ich euch da auch mal berichten, wie er mir gefallen hat. Ich habe mir ja die Säulen der Erde auf Blu-ray gekauft. Jetzt habe ich billig bekommen auf DVD das verlorene Labyrinth mit Kate Moss und so. Nach dem Besser von Kate Moss. Weil die Säulen der Erde, das haben ja die Macher, sind die Macher von das verlorene Labyrinth. Ich bin mal super gespannt. Ist halt sogar die 2-Disc Special Edition. Hat auch ein Wendecover. Ja, ich bin mal gespannt, wie der ist.
habe ich noch angeschweißt hier liegen. Der hat mich 10 € gekostet. Hollywood Collection Blu-ray Independence Day mit Will Smith. Wird auch auf alle Fälle noch ein, wird auf alle Fälle auch noch ein Review kommen. Also eine Kritik wird auf alle Fälle auch noch dazu kommen. Also das waren so meine mein DVD und Blu-ray Update. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen hoch. Wenn nein, Daumen runter, aber dann auch schreiben, wieso. Und bitte teilt, wenn ihr wollt. Also wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch also auch gefallen hat, dann teilt es ruhig auf Facebook oder auf Twitter. Was ihr halt habt, habe ich nichts dagegen. Könnt ihr bitte machen, das wird mich freuen. So, das war's dann für heute. Ferdi, euer The Bossi.